Hallo, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Heute treffen wir uns im Wasserlabor von Michael Müller, wo ich immer sage, das ist der Mann, der am meisten Ahnung hat über die Wasserqualitäten hier auf Mallorca und auch entsprechende Systeme anbieten kann. Und mittlerweile auch ein sehr guter Freund. Und heute geht es mal aber um diesen Gast hier. Man nennt ihn Doc Plum. Er ist bekannt aus vielen Fernsehauftritten. Wahrscheinlich der bekannteste, sage ich mal, Mediziner im Zusammenhang mit Mikronährstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Also ich habe zumindest mal einen Titel erworben, Ja, Per, ja, ja, ja. und der hieß, wie hieß der eigentlich nochmal? Der beliebteste Gesundheitsexperte Deutschlands. Da Ja. bin ich von den Zuschauern, Ja. von den Verbrauchern so Ja. gewählt worden. Bin ich nach wie vor stolz drauf. Er ist ewig jung, Ja. muss man so sagen. Soll ich Alter verraten, wie alt verschweige ich ich. Ja, bin? das kannst du, das überlasse ich jetzt dir. 75 werde ich im März. Und er hat noch ein bisschen was vor. Und ich sehe ihn als einen der ganz großen Mediziner, der komplett weltoffen ist, aber auch als Wissenschaftler, der sehr viele neue Dinge auf den Markt gebracht hat. Und ich will ihn sozusagen als Mikronährstoffexperte bezeichnen. Und wie gesagt, er hat noch viel vor. Er hat nämlich gerade eine neue eigene Plattform auf die Beine gestellt. Erzähl mal, was da genau jetzt so vor sich geht. Naja gut, also erstmal so ein ganz klein bisschen zu mir. Ich bin also klassisch ausgebildeter Schulmediziner, habe 33 Jahre eine eigene Praxis gehabt, habe mich aber schon sehr, sehr früh um die Mikronährstoffe gekümmert, weil als es damals darum ging, die ersten Patienten, die kamen mit Arthrose, also mit Verschleiß der Kniegelenke, der Hüfte, wegzukommen von Pharma, wegzukommen von Ibuprofen und Diclofenac und ähnlichen Stoffen, weil die eben auf Dauer relativ unverträglich sind. Aber das, was ich rausbekomme, Per, das ist noch viel spannender. Nämlich, nimmt jemand, der einen Knorpelschaden hat, und der Knorpelschaden im Gelenk ist ja irgendwie die Vorstufe von Arthrose, nimmt er über eine längere Zeit Ibuprofen, dann unterstützt der die knorpelabbauenden Zellen dergestalt, dass deren Potenz um 1000 gesteigert wird. Wir haben nämlich im Knorpel zwei Zellen, nämlich einmal die sogenannten Chondrozyten, die bauen unseren Knorpel auf, versuchen ihn aufzubauen, und dann die Chondroklasten, die bauen ihn ab. Und ein Chondroklast, der braucht 100 gute, also 100 Chondroblasten oder Chondrozyten, um verteidigt zu werden. Gebe ich Ibuprofen, braucht er plötzlich 1000. Und deswegen war ich auf der Ja, Suche, und das war mein erster Weg, wo ich gesagt habe, es muss doch noch eine Alternative geben. Und da haben wir ganz einfach die Gelenkflüssigkeit des Menschen untersucht und haben festgestellt, da gibt es Hyaluronsäure drin, da gibt es Glucosamin drin, ja, da gibt es Chondroitin drin, Chondroitin was und der Glucosamin Knorpel nimmt man ja am selbst. liebsten dafür, So. ja. Und dann haben wir damals gesagt, lass uns das doch mal mit Glucosamin Ja, versuchen, weil das konnte man in Tabletten kriegen. ja. Chondroitin gibt es heute nicht. Hyaluronsäure geht auch als Spritze. Viele von Ihnen kriegen möglicherweise regelmäßig sogar die Spritzen von Ihrem Doktor alle 6, 8 Wochen. Kostet dann jedes Mal 150 Euro und mehr. Und die Hyaluronsäure wird verbraucht im Körper. Das war so mein Anfang, mich mit Mikronährstoffen zu beschäftigen. Und ja, das ist jetzt fast, diese Arbeit habe ich 1986 geschrieben, also fast 40 Jahre her. Und in den letzten 20 Jahren bin ich immer tiefer in diese Materie eingestiegen. Ich bin ja persönlich ein ganz großer Fan von Linus Pauling. Linus Pauling, einer ganz wenigen Menschen, die zwei ungeteilte Nobelpreise bekommen hat. Er wurde ja auch bezeichnet als Vitamin-C-Papst. Er ist übrigens dann 93 geworden bei guter Vitalität. Ja. Und der hat dann, er wird auch als der Begründer der Orthomolekularmedizin genannt. Exakt. Und dann hat er aber noch einen ganz wichtigen Satz nebenher gesagt. Da hat er gesagt, er kann sich keine Krankheit vorstellen ohne Mineraliendefizite. Und jetzt ist es so, dass unsere Ernährung heute, das hat mit dem Mikrobiom der Böden zu tun, die durch Glyphosat weitestgehend kaputt gemacht wurden, dass die Böden heute sozusagen nicht mehr die Mikronährstoffe haben, die dann die Pflanzen verwenden können. Dann werden die Pflanzen wieder von den Tieren gefressen. Also Absolut. irgendwo wird man es kriegen. Und da kommst ja du ins Spiel und sagst, wir brauchen eine Grundversorgung. Und Jod fehlt und viele andere Dinge fehlen auch und Ja. Chlorid fehlt oder weiß der Teufel was, und da hast du, sagen wir, sich eigentlich drauf spezialisiert, oder? Ja, und ich bin natürlich auch weltoffen geworden. Wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, was hältst du von Algen, hätte ich gesagt, habe ich mich nicht besch mit beschäftigt, ist uninteressant für mich. Aber in Wirklichkeit steckt in Algen und gerade in braunen Algen ein irrsinniges Potenzial. Wir haben uns vor kurzem darüber ja unterhalten. Mit dieser Geschichte in China ist festgestellt worden, dass Menschen, die braune
Grünalgen in großen Mengen zu sich nehmen, dass die keinen Alzheimer bekommen und dass andere Menschen, die eben wenig Algen essen, viel häufiger an Alzheimer erkranken. Und da hat ein chinesisches Forschungsinstitut es geschafft, diese braunen Algen in Tablettenform zu packen. Und die haben eine Notzulassung vom chinesischen Gesundheitsministerium bekommen, um die Menschen, die Alzheimer haben, mit diesen braunen Algen zu behandeln. Weil das Gesundheitsministerium hat natürlich gesagt, das Risiko ist wesentlich geringer, als auf diese Algentherapie zu verzichten und damit eben die Alzheimer-Erkrankung länger voranschreiten zu lassen. Und das, was wir zuletzt ja, daran sieht man eben, wie wichtig auch unser Darm ist, was wir zuletzt eben ja auch diskutiert haben, als wir beide mal privat uns unterhalten haben. Mittlerweile ist sogar rausgekommen, dass das Darmbiom über die Braunalgen so beeinflusst wird, dass die bösen Bakterien, die die Blut-Gehirn-Schranke passieren können und dann zu Entzündungsherden im Gehirn führen können, dass die unter anderem möglicherweise Ursache für Alzheimer sind und dass die im Darm schon über die braunen Algen geblockt werden. Also wenn wir uns nicht mit Mikronährstoffen beschäftigen würden, dann würde uns eine ganze Menge an Wissenschaft für die Zukunft flöten gehen. Übrigens, was ich noch für wichtig halte, ist die kurze Erklärung, was heißt eigentlich, der Per hat den Begriff eben genannt, orthomolekulare Medizin. Orthomolekulare Medizin geht davon aus, dass bestimmte Zellen bestimmte Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, sekundären Pflanzenstoffe mehr brauchen als andere Zellen. Und wenn man erkannt hat, was die einzelnen Zellen an Mikronährstoffbedarf haben, haut man denen eine hohe Dosis dieser Mikronährstoffe rein, orthomolekular, also viel mehr, als die eigentlich statistisch bräuchten, um dadurch sozusagen eine Repolarisation der Zellen wiederherzustellen. Ja, man sagt ja auch heute im Prinzip, okay, wir haben einen Mangel an Mineralien oder und so weiter. Ich brauche aber auch die Mischung. Da kommt wieder orthomolekular, das sind nur Moleküle, die der Organismus aus der Evolution kennt. Mit denen weiß er, was er anzufangen hat. Da gibt es auch keine Nebenwirkungen, weil er die genau selber dosieren kann, wie es sein muss. Und dass wir das heute sozusagen völlig aus den Augen verloren haben, deshalb bin ich auch ein ganz großer Fan von Phytoplankton, Braunalgenprodukte, weil dort sind die Mischungen so, wie wir es von der Evolution können. Und wenn ich jetzt isoliert nur irgendeinen Mikronährstoff supplementiere, kann es sein, dass der gar nicht wirklich verwertet werden kann. Exakt, da gibt es wieder ein tolles Beispiel. Ja. In unserem Kosmos gibt es 270 Aminosäuren, die wissenschaftlich festgestellt worden sind. Der Mensch hat in seiner DNA aber nur 20 Aminosäuren geskriptet, nämlich die 12 essentiellen und die 8 nicht essentiellen und die 8 essentiellen Aminosäuren. Ja. Obwohl also mehr zur Verfügung stehen, kann der Mensch nur mit 20 was anfangen. Heißt also, wenn ich dem aus den 270 anderen irgendwas gebe, kann er es gar nicht vernünftig verwerten. Und deswegen ist immer wichtig, reinzugucken, was macht die einzelne Zelle. Was braucht die für ihren Stoffwechsel? Und jetzt komme ich zu den Zellen, zu den eigentlichen Machern. Das sind meine Lieblinge, das sind die Mitochondrien. Ja. Und dass man es einfach mal verstanden hat, wie viele Mitochondrien haben wir denn? Sagen wir mal, man geht jetzt heute ungefähr davon aus, ob es einer mal wirklich gezählt hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ein 70 Kilogramm Mann hat ungefähr 70 Billionen Zellen. Aber pro Zelle zwischen 1500 und 6500, in der weiblichen Eizelle bis 100.000 Mitochondrien. Ja. Und das bedeutet ungefähr hochgerechnet, sagen wir mal 100 bis 150, nicht Billionen, Billiarden Mitochondrien, die sind die eigentlichen Macher. Ja. Und das, da gibt's, die Kraftwerke. Das sind die Kraftwerke, die haben noch 20 andere Jobs, also ohne die läuft gar nichts. Mhm. Und jetzt tun wir momentan alles, um die zu beschädigen. Ich sage mal so, die mögen gar nicht 4G, 5G-Strahlung. Es ist aber so, von den Volumen von den Synapsenzellen, wo im Gehirn die Musik spielt, machen die 60 Volumenprozent machen die Mitochondrien aus, wenn man dort so viel Energie braucht. Anderes Thema ist zum Beispiel auf der Retina im Auge, da brauche ich prozentual am meisten Mitochondrien, weil immer die Lichtsignale, die Lichtfrequenzen müssen in elektrische Signale umgebaut werden, deshalb brauche ich sehr viel Energie. Ja. Andere Stelle, wo ich sehr viel von denen brauche und gut funktionieren, ist auf dem Herz. Das Volumenprozent Herzmuskelzellen ist ungefähr 36% Mitochondrien. Jetzt habe ich aber Angriffe durch 4G, 5G, Übersäuerung, toxische Stoffe. Und jetzt wundert sich die WHO oder die RKI, dass in Zukunft jeder Zweite über 70 Alzheimer, Demenz oder Parkinson haben kann. Das ist ganz einfach zu erklären, weil 4G, 5G greift die mitochondriale Funktion an. Oder auch bei Krebszellen habe ich immer mitochondriale Dysfunktion. Und da spielt jetzt Q10
Coenzym Q10 eine Riesenrolle. Ja. Bei den Mitochondrien müssen wir zunächst mal sagen, der Begriff Kraftwerke bedeutet, die produzieren unsere Energie. Und unsere Energie gibt es nur in Form von ATP. Ja. Eine andere Energie haben wir nicht zur Verwertung. Da will ich nur Adenosin-Triphosphat, jetzt muss ich schnell reingrätschen. Und zwar ist hochinteressant, wir haben Proteinmotoren in unserem Körper. Und zwar in dem ATP gibt es einen Proteinmotor, der macht pro Sekunde 100 Umdrehungen. Und pro Umdrehung bildet er 3 ATP-Moleküle. Es gibt noch einen anderen Proteinmotor, der ist noch größer drauf. Und zwar, das ist bei Bakterien. Die machen 1000 Umdrehungen pro Sekunde, also 60.000 Umdrehungen in der Minute. Das ist mehr, als jeder Motor leisten kann. Aber das wollte ich nur noch gesagt haben zu ATP und zu den Mitochondrien. Die sind so hochkomplex und so Weltklasse aufgebaut. Und die brauchen eben dieses Coenzym. Aber jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie kommt denn überhaupt die Energie in den Mitochondrien zustande? In den Mitochondrien, da gibt es eine sogenannte Atmungskette. Diese Atmungskette ist ein fünfstufiger Prozess, der dann am Ende final den Wasserstoff, der gebildet worden ist, auf das ADP, Adenosindiphosphat, was wir praktisch in der Zelle vorliegen haben, überträgt. Und daraus dann das ATP herstellt, Adenosintriphosphat. Und nur das ist praktisch die Birne, die Lichtbirne, die angeht sozusagen. Ja. Ja. Das ADP ist der Lichtschalter. Wenn ich aber keine Verbindung von dem Lichtschalter zu der Birne habe, wird der Raum nicht hell. Und das ist das Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff, der wird in diesen fünf Stufen langsam, aber sicher entwickelt. Und in den ersten drei Stufen dieser Atmungskette spielt das Coenzym Q10 die entscheidende Rolle. Es ist nämlich das Coenzym, daher der Name Coenzym Q10. Und es ist gleichzeitig die Schubkarre, was das gewonnene Potenzial an Wasserstoff in die nächste Stufe und in die dritte Stufe überträgt. Übrigens, man hat sich mal die Mühe gemacht und hat ausgerechnet, dass der erwachsene Mensch jeden Tag, wenn man das mal in ein Volumen packen würde, 40 Kilogramm ATP herstellen muss. Jetzt kommt aber ein Phänomen, ein Problem. Das hat übrigens 6 Kilogramm Treibstoff am Tag. Ja. Damit kann ich mit dem Auto, sei mal ein kleines Auto, habe sicher 100, 150 Kilometer fahren. So viel ATP braucht allein unser Herz. Jetzt kommt aber ein Problem wieder aus der Natur raus. Coenzym Q10 ist ein Vitaminoid. Sprich, das ist sowas Ähnliches wie ein Vitamin. Es muss also von außen dem Körper zugeführt werden. Die Energiebilanz geht ungefähr bis zum 40. Lebensjahr so, dass wir ausreichend noch Q10 produzieren können. Und bis heute weiß kein Mensch, warum diese Kurve ab 40 absolut steil abfällt, sodass der 50-Jährige oder 60-Jährige nur noch 20% an dem ATP selbst produzieren kann, was er eigentlich brauchen müsste, um alle Körperfunktionen erfüllen zu können. Das eine Organ reagiert viel schneller auf den Mangel, das andere Organ etwas später, aber alle Organe reagieren auf den Mangel. Und jetzt kommt die Mikronährstofftherapie und macht was ganz Einfaches. Die sagt, hey, ich gebe 100 Milligramm am Tag meinetwegen Coenzym Q10 dazu und schon bin ich in einem Bereich, wo die Mitochondrien wieder optimal arbeiten können und wo am Ende eine Energie rauskommt, die der Mensch spürt. Ja. Der Opa, der im Sessel sitzt, erzähle ich immer, und den du zu nichts mehr bewegen kannst und der auch geistig keine Kreuzworträtsel oder sowas mehr macht. Gibt man dem Coenzym Q10, hat man innerhalb von 14 Tagen, 3 Wochen einen komplett veränderten Mensch. Warum? Weil der plötzlich die Energie wieder hat, die notwendig ist, um die ganzen einzelnen Zellfunktionen in den einzelnen Organen überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Coenzym Q10 ist für mich, wenn mir jemand sagt, ich habe nur ein bestimmtes Kontingent an Geld zur Verfügung. Was würden Sie mir an Mikronährstoff empfehlen? Ich würde immer Coenzym Q10 als allererstes empfehlen, wenn du die 40 überquert hast. Ja. Bei jungen Menschen spielen andere Mikronährstoffe eine Rolle. Ja. Und sagen wir mal, Mitochondrien ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd. Die machen ja unglaubliche Sachen. Die stellen nicht nur, sagen wir, unsere Energie her, die sind auch im intrazellulären Bereich, sind die sozusagen fürs Immunsystem mitverantwortlich. Und da gibt es noch einen Clou, das wissen die meisten nicht. Die sind auch für die Zellkommunikation weitestgehend verantwortlich. Die
binden nämlich an die zweite Adeninkette im Adenosintriphosphat Photonen oder besser gesagt Biophotonen an dieses ATP hin, an dieses Molekül, was dann kursiert, um mit den anderen Zellen zu kommunizieren. Also das ist und es gibt noch etwas, wissen auch viele Leute nicht, mal in der Entwicklung von einem Fötus, was spielen da Mitochondrien für eine Rolle? Jetzt habe ich die DNA, dann sage ich ja, DNA ist der Bauplan. Der Bauplan legt alles im Detail fest. Das ist nicht richtig. Das ist der grobe Bauplan. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ein Fötus entsteht und es wird eine Hand gebildet, dann reicht die DNA-Information aus, um eine Platte zu bauen. Jetzt kommen die Mitochondrien und subtrahieren die Zellen, die überflüssig sind, damit ich die Handform habe. Okay. Es gibt ein zweites Beispiel. Ein Fötus hat in der Entwicklung zum Teil 80% mehr Nervenzellen, als es hat, wenn es auf die Welt kommt. Jetzt gibt es welche, die sind einfach zu viel und das würde im Prinzip vom System her nicht passen. Wer kommt dann, um das zu subtrahieren? Da kommen die Mitochondrien, um die überzähligen Nervenzellen zu subtrahieren. Das muss man sich mal geben. Und dann spielen die Mitochondrien eine Riesenrolle bei Zellerneuerung oder wenn Organellen im Inneren, sage ich mal, nicht mehr so gut drauf sind, die muss man aus dem Rennen nehmen. Und da haben die in der Produktionskette so vorgesehen, wenn sie ATP produzieren, produzieren sie auch gleichzeitig freie Radikale. Und diese freien Radikalen können Sie dann als Waffe nehmen, wie ich sage, die Zelle ist jetzt gealtert, die muss weg, die ist mutiert, weiß der Teufel, oder diese Organellen müssen raus, dann haben die diese freien Radikale sozusagen als Waffen. Jetzt kommt aber der Clou, wenn das mal nicht mehr funktioniert, bilden schlechte, mutierte Mitochondrien mehr freie Radikale, als sie normalerweise tun würden, und zwar in sich selber, in der Matrix. Und das wird heute als größtes Problem der vorzeitigen Alterung angesehen. Zu viel endogene freie Radikale in der Matrix der Mitochondrien. Und natürlich auch dann als Basis für eine Erkrankung. Ne? Ja. Habe ich zu viele freie Radikale? Was machen die freien Radikalen eigentlich? Ja. Auch das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die freien Radikalen, das sind Moleküle, die haben auf ihrer äußeren Schale ein freies Atom. Und dieses freie Atom ist eigentlich nicht die Natur. Die Natur hat immer Doppelatome, gepaarte Atome oder Elektronen, damit das Molekül in sich stabil ist. Und diese freien Radikalen, die versuchen natürlich, sich irgendwo Neutron zu schnappen, damit Elektron, sie selbst in Elektron zu schnappen, damit sie selbst eben wieder in der Balance sind, ja. Und vor allen Dingen dann eben sich als der Feind sozusagen im falschen Kostüm im Körper bewegen können. Das ist ja das Verrückte. Deswegen sind Antioxidantien auch solche Dinge, zum Beispiel das Vitamin C, sekundäre Pflanzenstoffe, die opfern sich sozusagen und geben dieses eine freie Elektronen ab, das ist immer negativ, das ab und sättigen damit diese freien Radikalen auf, sodass sie keinen Unfug mehr machen können. Also die Begriffe freie Radikale und Antioxidantien, das ist nicht irgendein Gehirnspinst von irgendwelchen Leuten, die im Keller sitzen und sonst nichts zu tun haben, sondern das ist unsere tagtägliche Realität, in der wir uns bewegen. Jetzt will ich noch einmal zu deinem, du hast auch ein Produkt, das heißt Grundversorgung, und zwar vielleicht ein Beispiel, warum das so wichtig ist. Es gilt bei Mikronährstoffen oder gilt das Gesetz des Minimums. Das bedeutet im Körper, wenn ein Stoff irgendwo fehlt, für bestimmte Stoffwechselprozesse, kann der nicht durch andere kompensiert oder überkompensiert werden. Das heißt, ich brauche diese Grundversorgung und über die normale Ernährung, jetzt kommen wir noch mit genmanipulierten Pflanzen her, diesen ganzen Mist, diesen Züchtungen, wovon früher hatten natürliche Pflanzen 50.000 verschiedene Moleküle, heute reden wir noch über 50, also 49.950 fehlen, die Kofaktoren fehlen. Also wir haben nicht mehr die Mischung, die die Evolution für uns vorgesehen hat. Deshalb ist die Grundversorgung und so Produkte, wie du auf den Markt bringst, unglaublich wichtig, meiner Meinung nach. Ja, und wir sind jetzt hingegangen bei diesem Produkt und haben nicht gesagt, wir schöpfen da jetzt alles voll auf, sondern von jedem Baustein, alle Vitamine, alle Spurenelemente, alle Mineralstoffe, haben wir lediglich 15% des jeweiligen Tagesbedarfs drin, weil wir davon ausgehen, wir wollen natürlich den Körper auch nicht voll machen. Ne? Ja. Der Körper soll ja auch noch gucken, dass er aus der Nahrung, die er jeden Tag zu sich nimmt, dass man da eben auch die entsprechenden Vitamine, Spuren, Elemente, Mineralstoffe noch rausziehen kann. 15% von allem, wir machen immer so In-vitro-Untersuchungen im Labor an Zellen, wir kriegen ganz spannende Ergebnisse da auch zum Teil raus. Ja. Und das, was wir eben machen,
By the way, habe ich dir eigentlich schon die Sachen zum Zellschutz geschickt? Nee, ne? Nee. Muss ich noch machen. Ja, ja. Schreibst du es mir auf, dass ich daran denke? Ja. Ich habe meine reizende Frau heute hier mit dabei. Die ist auch mein zweites Gehirn und immer derjenige, der auf mich aufpasst, dass wir dir das dann schicken. Und wir haben zum Beispiel festgestellt bei Grundversorgung, dass es keinen Zweck hat, wenn wir jetzt hier volle Kanne dem Körper geben, sondern gib ihm ein bisschen, aber dadurch, wenn sie das dann regelmäßig zu sich nehmen, haben sie immer so eine Grundversorgung. Deswegen haben wir das Produkt auch Grundversorgung genannt. Okay, wunderbar viel zugelernt. Also ich bin großer Fan von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich übrigens auch von dir. Dein Wissen um Wasser und die ganzen Geschichten sind also phänomenal. Ich habe niemanden gesehen in meinem bisherigen Leben, der so viel drauf hat wie Peer und so im Detail drin hängt. Das ist absolut unglaublich. Also Chapeau, muss ich da jedes Mal wieder sagen. Vielen Dank. Ja, ist so. Fast zu viel Ehre. Übrigens, vielleicht ganz wichtig, im täglichen Leben, was ist einer der größten psychosomatischen Gründe für schwere Krankheiten? Da gibt es eine seit über 30 Jahren laufende Studie in Großbritannien, die heißt Whitehall-Studie. Und da haben sie herausfinden wollen, okay, welches ist der wichtigste psychosomatische Grund bei Menschen, die nachher schwere chronische Krankheiten bekommen. Klarer Testsieger im negativen Bereich, was war da was? Die nennen das Efforts Awards Disbalance. Das bedeutet, Menschen haben sich Mühe gegeben, haben sich angestrengt und haben keine Wertschätzung erhalten. Sei es in der Familie, sei es im Beruf, sei es in der Gesellschaft. Mangelnde Wertschätzung ist einer der hauptpsychosomatischen Gründe für schwere Krankheit. Und ich sag dann auch, das geht noch bis hin zu Krebs und zu allem dem. Deshalb ist es ganz wichtig, mal ein Kompliment, mal ein Schulterklopfen. Ist wichtiger wie Geld. Ja. Und man braucht mal die richtigen Leute und die richtigen Menschen, die einem die richtigen Ratschläge geben und die entsprechenden Informationen haben. Deshalb nochmal deine Website von deinem neuen Nährstoffprogramm. Nahrungsergänzung-docplum.de. Nahrungsergänzung-docplum.de. D-U-C-P-L-U-M wie Doc Holiday.de. So, das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. War mir dass du dabei warst. Und Dankeschön. Wir bleiben im Gespräch. Tschüss, macht's gut und bleibt zuversichtlich, wie Herr Zamperoni sagen würde. Tschüss. Tschüss.